Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Wir schauen uns das an, Eva für Kinder. Geteilt von Survival Martin. Mal gucken, was drin ist oder was es überhaupt ist. Das ist jetzt, jetzt bin ich neugierig. Herzlich willkommen auf dem Martin Live Kanal. Auch ein Orni. Leute, kauft nicht so viel Waifu. Obwohl ich arbeite für den Konzern. Scheiße. Also irgendwo auf der dahinter arbeite ich. Egal. Es gibt was Neues von Tactical Foodpack. Ich will's ausprobieren, ich will's testen. Grüße gehen raus an Niklas. Der Niklas von Fireshop hat gesagt, hier Martin, schicke ich dir zu, probier mal aus. Kinder? Breakfast, Snack, Meal and a GIF. Das ist hier übrigens die Happy Meal Variante. Das ist Feature überhaupt. Man kann es auf den Rücken nehmen. Design. Das ist geil, aber irgendwie auch scheiße, weil das Kind schleppt das sowieso nicht. For kids and approved by parents. Naja, also ich habe es noch nicht approved, aber ich werde es jetzt approven, weil die große... Stimmt, Martin hat auch eine Tochter, glaube ich. Frage ist, nimmt man das mit raus für die Kiddies oder nimmt man es nicht mit? Nimmt man einfach was ganz Normales von Tactical Foodpack oder ist das echt eine Alternative, um die Kiddies ein bisschen an die frische Luft zu locken? Das kriegen wir heute raus und ich werde es jetzt ausprobieren. Ja, Martin, du treibst es schon auf die extreme Spritze drauf. Also das ist jetzt nicht so eine Sache, wo man sagen kann, ja, das ist Standard. Wir haben hier drei verschiedene Variationen, die packen wir mal alle aus. Und soweit ich mitbekommen habe, bis auf das du halt als Rucksack nehmen kannst, was ich halt schon so ein bisschen... Das ist schon... Ja, ja, es ist ein lustiges Feature, kann man nicht sagen. Das ist schon clever. So können die Kiddies quasi, wenn sie keinen eigenen Rucksack haben, zumindest ihr Essen selber tragen. So, die Aufmachung, ja, die ist jetzt nicht so... Ist halt Kinder, ja, sieht halt aus wie Kind für Kinder. Besonders, ja, ist aber ganz cute. Ja, genau. Aber ist halt nicht zu über. Ist halt nicht taktisch. Ne? Ist halt genau, ist nicht so drüber, aber... Ja, muss es ja auch nicht. Sind ja nur Kinder. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir haben hier Oatmeal and Apples, Mashed Potato und Chicken. Hier haben wir Rice Pudding and Berries and Mac and Cheese. Mac and Cheese kenne ich noch gar nicht. Und hier ist Crunchy Chocolate Müsli und Pasta Bolognese mit Chicken. Und Pineapple Chips. Und hier waren Peach Chips und hier waren Apple Chips drin. Und ein Spielzeug. Und eine Gift. Also ein Spielzeug ist auch noch mit drin. Wenn man das Spielzeug nicht mitnehmen kann, dann... Ich weiß es nicht. Ich habe über EPA, gibt es so eine Teilmeinung. Also es gibt bei EPAs viele, die sind scheiße. Und das eine oder andere ist gut, auch von den Hauptsnacks. Das sind ja jetzt auch keine abgelaufenen, keine Original im Einsatz für die Bundeswehr oder für irgendein Militär, sondern es ist halt so ein Freizeit-EPA sozusagen. Ich müsste jetzt... Und ich würde mal so sagen, diese Freizeit-EPAs, glaube ich, sind schon besser. Die richten sich halt schon wirklich, weil du willst halt an den Kunden verkaufen. Bundeswehr-EPA wird gekauft von dem Staat, weil es halt für die Bundeswehr verwendet wird. Wenn das halt so ein EPA an sich an Endverbraucher richtet. Und da muss es dem Endverbraucher halt schon schmackhaft machen. Jetzt lügen, was es kostet. Ich glaube, Max, im Nachschnitt, du musst mal gucken, was das kostet, das Meal. Blendest du damit ein, ne? Ey, das geht aber auch für ein Meal. Obwohl. Hat noch keine Überraschungskambo, Verpflegung für einen kleinen Abenteurer von 4 bis 10. Bla 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 blub. Ich bin halt fragt, ob sowas sinnvoll ist. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Ich denke aber, es wird schmecken, was drin ist. Ich weiß nur, dass wenn ihr Bock haben solltet, gibt's bei Niklas on Fire im Shop. Der hat das gerade frisch alles auf dem Start. Am Start. Wenn das für euch ist und ihr sagt, ja, ich will das ausprobieren, ich will meine Kiddies quasi vor die Tür locken, dann let's go. Aber erstmal. Aber ich sag's mal so: Wofür EPAs konzipiert werden, wird das nie eingesetzt. Denn das ist eher tatsächlich so ein Lockmittel. Also es ist wirklich am Endverbrauch. Will ich mal gucken. Und ich würde tatsächlich das Bewertungssystem von den EPA-Tests nehmen. Wir gucken von 5 Sternen, was erreicht ist. Das also die noch 24. Das ist ja auch ein EPA. Stunden-Ding wieder, ne? Breakfast. Das ist, nee, ein Tag ist das. Das ist einmal Frühstück. Ja, aber ist doch 24. Und Mittag ist das. Ist nicht 24 Stunden dazu? Ist doch mehr als 2 Mahlzeiten am Tag. Das macht ja gar keinen Sinn. Sorry. Okay, wir gehen mal rein. Ich habe nämlich was gesehen und zwar mich interessiert Ultra Mac and Cheese. Ich bin da so ein kleiner Mac and Cheese Fan. Hier hast du so eine ziehst du so auf. Frage, jetzt kannst du nach dem Rucksack noch tragen. Wenn du es geöffnet hast, ist es dann komplett für die Donne. Ah, wieder verschließbar. Auch gut. Man kann den Beutel einfach weiterhin noch benutzen. Guck mal, kannst du wieder zumachen. Ja, das ist smart. Dann kann das Kind den Müll runtertragen. Eben, wenn das Kind nicht auf ist, packst du es wieder rein. Schön die heißen Mac and Cheese. Kurz raus, Ruhe. Alles klar. So. Das wird das Gift sein. Ich denke mal, das ist das Gift. Sorry Leute, Gift ist im Englischen Geschenk. Gift ist übrigens Geschenk.
Für alle, die kein Englisch können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Aber gut. Naja, das ist ja so ein Snack. Die drei Sachen sind's dann. Aber von der Größe? Das sind halt Kids-Menüs, ne? Ist das kleiner jetzt? Ich guck mal, ich hol mal ein Original. Ja. Ja, es ist kleiner. Guck mal, das ist eine normale. Guck mal, das ist 115 Gramm und das sind 160. Also es ist fast die Hälfte. Ja, okay. Aber es ist auch nur ein halber Mensch, der das essen soll. Das ist ja für 4- bis 10-Jährige ausgelegt. Ja, es sind halt Kinderportionen. Aber es ist halt auch dieser Punkt, die Kiddies halt zu sagen, ey, guck mal, das ist dein eigenes. Das ist auch wirklich nur für dich. Ich würde mal sagen, du probierst mal als allererstes, bevor ich irgendwas anderes mache, probierst du mal die Pfirsichchips. Finde ich ja schon wieder gut, dass es keine Schokolade ist, sondern gefriergetrocknet. Ja, aber Schokolade. Es wird halt nie für diesen Einsatz eingesetzt. Da würde ich auch eher sowas rein. Ja. Wahrscheinlich. Alter, krass. Guck mal. So sehen die aus. Probier mal. Wow, what the fuck. Das ist nicht mal. Sorry. Boah. Nein. Also wenn du das einem Kind gibst. Ich weiß nicht, was das. Es ist halt das, was es ist. Es ist halt wirklich ein Pfirsich. Es ist ein gefriergetrockneter Pfirsich. Sorry, bin ich raus, ist nicht meins. Okay, das ist schon mal scheiße. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Es gibt ja Leute, die lieben Trockenobst. Ich find's einfach mega scheiße. Ja, ich denke mal, Mani wird alle aufbreiten, hoffe ich zumindest mal, um nicht nur eins zu testen, sondern auch mal zu schauen, die anderen. Ich weiß auch durch Zufall, dass viele Sachen kalt funktionieren. In dem Falle werden wir aber definitiv das warm machen. Das ist Mac and Chips. Das ist Mac and Chips. Ich erhitze mal ganz schnell ein bisschen Wasser. Ich würde sagen, wir reißen die anderen auch mal auf und gucken uns mal die Chips an, ne? Genau. Schau, das ist so der Punkt. Weil es gibt ja drei Varianten. Die Chips, das innere Menü ist unterschiedlich. Nachtisch ist unterschiedlich, da wird schon ein bisschen spannend sein, was da jetzt der Unterschied ist. Oder was sagst du? Ja. Weil was hast du nach dem Chip? Wir haben noch Apple Chips und wir haben noch... Apple Chips könnten geil sein. Warte. Oh, hier ist auch ein Spielzeug. Siehst du, kann man mal gucken, wie viele verschiedene... Alles klar. Gut. Okay, das ist jetzt natürlich... Das ist sowas von 90er. Da reden wir nicht drüber. Das ist meine Kindheit gewesen und das war damals schon nicht cool. Ich wüsste auch nicht, was ich da reinpacken soll. Ich glaube, ich würde einen Kompass oder so reinpacken. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder okay, hier haben wir Apple Chips. Probier mal Apple Chips. Ah nee, das sind wieder solche Teile. Also, ich probiere es auch, aber ich weiß schon jetzt, glaube, das ist nichts, einfach nichts für mich. Boah, Brudi, die auch diese Konsistenz. Aber wieso kann ich nicht ganz meine Apfelringe da reinmachen? So getrocknete Apfelringe oder so ein Scheiß. Ends. Also ganz ehrlich, was spricht denn dagegen, einfach einen Apfel einzupacken? Also besser auf jeden Fall als die Pfirsiche. Und jetzt gehen wir mal hier auf Ananas-Chips, ne? Das kann ja nur. Da wird da ein Gift drin sein. Was ist da wohl drin? Oha. Gut. Ein Schmutzrätsel. Aber wirklich, oder? Aber Spielzeug muss ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Das ist ja überhaupt nichts Gescheites. Also, sorry. Gehen wir mal an Pineapple Chips. Also, ich bin ja so ein kleiner Ananas-Fan, aber. Wichtige Frage. Ja. Ananas. Bist du bereit? Ananas auf Pizza? Also ich mag es nicht, aber ich gönne es jedem, der es will. Nein, es gehört Ananas nicht auf eine Pizza. Brudi, das ist es. Das sind die besten. Alter, das ist geil. Leute, das schmeckt, als würdest du eine frische Ananas in den Rachen schieben. Wie geht denn das? Warum ist denn das so scheiße und warum ist denn das so geil? Ananas, Pineapple Chips, beste. Und hier wäre als Kombination die Pasta Bolognese und das Crunchy Chocolate Müsli. Ey, das hört sich auch beides gut an, weil wenn die Bolognese noch schmeckt und das Chocolate Müsli, dann ist es sowieso geil. Weil Pasta ist, das ist ja Bolognese, das ist ja fast jedes Kind. Hallo, ey, ich hätte nicht gedacht, dass noch was Gutes kommt. Ja, das schmeckt. Aber da zeigt es wieder, wir müssen immer alles ausprobieren. Wir haben gar nicht rausgekriegt, was das hier ist. Das ist das einzig Lustige, was da drin war. Wahnsinn, eine Frisbee. Maya, hol! Maya, hol! Da! Bring hier! Gar keiner von beiden, ich bin bei Fußball komplett raus. Aber wenn dann. Beide sind über, aber Messi macht schon ein bisschen bessere Figur. Ja! Bring hier! Das ist ein Spielzeug für uns beide, das ist geil! Das ist witzig für uns bei. Ja, ich weiß, ja, also das ist auf jeden Fall, also wenn man von allen beiden von vergleicht, allen ist das Beste. Definitiv. Die Frisbee würde ich drin lassen, aber den anderen Scheiß würde ich rauslassen. Haben die wohl noch mehr oder sind die halt immer da drin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich vermute mal stark, dass die da das so samplen, dass es halt immer das Gleiche ist, oder? Ja, komm, kocht fast.
Ist ja heiß. Hatte kurz vergessen, dass es ja. Maya, nicht! Maya! Nicht! Aus! Gut. Ja. Schon ist die Frisbee kaputt. Eine Frisbee ist kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Kannst du mal gucken, ob du eine Fülllinie findest? Ja, es gibt sie endlich. Oh, ich bin so froh. Da, andere Seite. Oh, das war bei den Packs hier, bei den Tactical Food Packs immer ein Krampf, ey. Da ist nämlich keine Fülllinie. Ich weiß jetzt nicht. Achso, die Fülllinie war da. Ist das nicht besser, wenn die Fülllinie innen ist? Naja, die wird nicht funktionieren. Das ist so das. Weißt du, wie ich meine? Das wird nicht funktionieren im Sinne von... Ich habe mir jetzt auch so ein Zeug bestellt, zwar von einem Hersteller, aber... Das ist nicht sowas genau, sondern ich denke, die Firma sagt dem einen oder was. Huli, oder wie die sich heißen, also H-U-E-L. Die man auch so Pulver essen, würde ich fast sagen, was mit warmem Wasser aufkocht, also so EPA-mäßig. Will ich mal ausprobieren für die Arbeit halt. Hm. So. Wegen der Hitze dann und ja. Dem Wasser, das wird sich ja abwaschen. Soll ich jetzt arrogant sein und lass sagen? Ich habe keine Lieblings-YouTuber, ich schau kaum YouTube. Weißt du, die YouTuber, die es zu meiner Jugend war, die groß und krass waren? Es war ein Julian Bam, tot. Baby und Julienko sind auch tot. Das, was es zu meiner Zeit gab, was ich geschaut habe, gibt's heute alles nicht mehr. Ist tot oder existiert nicht mehr. Oder die haben ihren Content komplett umgewälzt. Zum Beispiel in Revi habe ich ganz gerne mal geschaut damals. Es gibt nichts mehr für mich. Für mich ist YouTube tot. Gut, heute schaue ich ganz gern mal To Mary. Immer noch Julian Bam natürlich. Dann, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aaron. Aber diese Videos kann ich auch nicht hier gucken, zum Beispiel. Das will ich niemals machen. Und von, ich weiß nicht, wie er heißt. Felix, er weiß damit Vornamen. Nicht Felix von der Laden, sondern der die ganzen Selbstversuche macht. Die schaue ich aber auch privat lieber. Auf der Begründung, ich kann das nicht in den Streams schauen, weil das wieder so viel Erklärungsbedarf teilweise hat, weil ich eine verhältnismäßig ziemlich junge Community habe. Und, ich glaube nicht, dass ich da der perfekte Person bin, die das machen sollte. Die Videos sind geil und gut produziert. Der Unterschied ist halt, glaube ich, was heute und jetzt da ist, ist halt die Qualität der Produktion. Die Mehrheit gibt sich halt keine Mühe und staubt kurz ab. Also macht Reactions, Gaming. Und bei Gaming bin ich mittlerweile so an den Punkt angekommen, es ist kacke. Da bin ich tatsächlich dann doch lieber die Person, die selbst zockt. Also da juckt mich dieser Scheiß zuzugucken überhaupt nicht. Craft Attack ist, glaube ich, jetzt hochgegangen. Ich habe kein einziges Video bisher geguckt. Und ich sind, keine Ahnung, 60, 70 Teilnehmer. Und das da reinzustanzen, ich weiß nicht, ob das hält. Oh, das ist aber eine süße Portion. Naja, soll ja auch eine kleine sein für Kips. Aber das Spaghetti Bolognese sieht gut aus. Jetzt müssen wir noch eine Sekunde warten und ich habe auch für die Zeit, die wir warten, noch eine Überbrückung. Denn es gibt nämlich noch was Neues, ist mir gerade eingefallen. Das hat Niklas mit reingepackt und zwar Rumballs. Ach, Rumkugeln. Fried Dried Rumballs. Zum Rumkugeln. Und Freeze Dried Cookie Balls. Hier sind die Rumballs. Ich habe auch Rumballs. Nee, du hast Cookie Balls. Ich habe... Fried Dried Cookie Balls? Oh. Ja, man wird probiert, dann mag ich das nicht so übergeistern. Nee, Lars oder so, Flo, da bin ich komplett raus. Benix auch, Benix wird auch. Aber kurz, ja. Mexiko gucke ich auch nicht mehr, nur gucke ich ab und zu noch. Tops auch nicht, ey, den Rest gucke ich davon gar nicht mehr. Also bei Gaming bin ich eh komplett mittlerweile raus. Die machen ja alle Gaming hauptsächlich. Hm, nein. Flo war Kindheit halt. Aber. Das Problem, was man vielleicht bei Chaos Pilot sagen und Arazul und alles, was damals so da lief, die haben ihren Content nicht angepasst an ihre Zuschauerlinie von damals. Das heißt, den ihre Zuschauer, ist wie bei Paluten. Du kannst, wenn du älter wirst, irgendwann nicht mehr Paluten gucken, weil es dir nicht mehr juckt. Aber Paluten wächst halt nicht mit seiner Community sozusagen sein Content, sondern der bleibt beim gleichen Content und seine Community wächst. Also die tauscht. Da kommen halt dann neue Leute dazu. Und bei der Mehrheit ist es auch so, bis auf, glaube ich, Gnu und Top sind da sonst ganz so, aber Alas oder so, Flo, Benox sind da ganz so. Bei Gustav weiß ich gar nicht, einfach Gustav kenne ich nicht. Und bei Maxi, keine Ahnung, mit Maxi hätte ich nie Überschneidung geguckt. Mit Maxi habe ich echt gar nichts am Mut. Sag mal, nicht gut? Mein Film. Mein Film, ja. Also, naja, sehr sandig. Okay, jetzt kommen... Freeze? Oh. Oder? Ist nicht gut, ne? Ja. Schade, hab mir mehr erhofft. Was ist das denn?
Was ist das denn? Ein Ziegelstein. Das sind die Karma-Bars. Ja. Was ist es? Keine Ahnung. So ein bisschen Schokokuchen. Also mein Lieblingsinfluencer, ganz ehrlich. Lars unterstrich LJ oder Lars Bündestrich LJ. Das ist ein abgrund geiler Typ. So, jetzt habe ich wieder mir genug Selbstliebe verteilt. Okay. Irgendwas in die Richtung. Also ich sag dir, wie es ist. Ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Haut mich jetzt nicht um. Okay, ja. Jetzt die Rumkugeln. Könnt ihr. Vor allem Rumballs finde ich geil. Hört sich an wie eine Pokémon-Attacke. Rumballs! Also meine Mutter, ihre Rumkugeln, die selbst macht, klingen nicht so. Das sind die besten. I don't like Rumballs. Ich mag die. Ich bin gut. Ja? Ja. Gut, komm. Das ist jetzt fertig, oder, Jürgen? Hört sich an, als würde die Firma nur Müll produzieren und alles wird scheiße schmecken. Muss man nicht anmerken, ich schaue gar keinen YouTube mehr. So viel privat. Ich bin tatsächlich eher in der Richtung Serie, Animes unterwegs, privat. Sag mal Konsistenz. Warte. Aber ich mir viel hier für die Streams eigentlich auch mittlerweile. Ist ja etwas arg plötzlich, oder? Sieht so aus, als hättest du wieder ein bisschen zu viel Wasser reingemacht, ne? Bis zur Fülllinie. Wirklich? Ja. Ja, haut mich jetzt nicht um. Mac and Cheese habe ich mir, glaube ich, auch bestellt. 7 Portionen pro Tüte. Ich habe 4 Tüten bestellt. Jetzt sind 21. Das reicht auf jeden Fall bis Ende des Jahres bei mir. Ich würde das einmal in der Woche gekocht werden und ein paar muss sein. Ja, die gehen fit. Also die sind wirklich gut. Verstehe ich, dass das für Kinder ist. Würde ich es empfehlen, würde ich sagen, ja. Wenn du damit schaffst, dein Kind vor die Tür zu locken und zu sagen, ey, komm, wir gehen einen Tag in die Natur und das macht es halt leichter, dann sage ich ganz klar, ja, kann ich empfehlen. Müsste ich Sterne vergeben, von 5 Punkten würde ich 3,5 geben. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so geil ist. Ja, jetzt nicht das Müsli probiert, um nachzuschalten. Warum nur 3,5? Erstens, diese Geschenke hier, da sind meines Erachtens... Ich habe auch nichts mit Natur zu tun. Also wenn du rausgehst, wird schon was mit Natur zu tun. Ja, das ist nicht der Rede wert. Ich weiß nicht, ob das ein Kind triggert. Nee. Glaubst du es? Nein. Ich glaub's nicht. Never. Meine Idee würde sagen, ey, pack da einen Kompass rein, weißt du? Ja, Kompass oder so ein kleines Taschenmesser oder sowas. Aber nicht sowas. Irgendwas, was zum... Ja, eine Pfeife, eine Trillerpfeife. Keine, ja, irgendwie was zum Thema Outdoor passt. Lupe. Das wäre halt eine Machete. Machete, genau. Pack mal da schon eine Machete bei. Da kommt das Kind übrigens aus dem Busch gekrochen und haut dir eine. Genau. Eine Machete. Die Frisbee, muss ich ganz ehrlich gestehen, könnte ich mir sogar noch witzig vorstellen, so, dass man das halt ein bisschen nutzt. Aber ansonsten, ja, muss das am Ende jeder selber entscheiden. Von mir, klar, kann man ausprobieren. Ich habe ja gesagt, unter dem Bewandtnis oder unter dem Beweggrund zu sagen, ich kriege mein Kind vor die Tür und wir gehen in den Wald und wir machen einen schönen Tag draußen, finde ich ja. Aber ansonsten, ey, würde ich mir tatsächlich das einpacken und dann auch ein Kind vorsetzen, weil die Bollo ist. Ne? Warum das rein? Die ist eh dasselbe, das ist nur der Gewichteunterschied. Wahrscheinlich in dem Fall. Weil, ganz ehrlich, wofür mehr als produzieren? Man packt es ein bisschen anders ab. Hat neuer Finn. Aber ich kann es verstehen. Bin gespannt, wie das läuft. Wenn ihr probieren wollt, Link ist in der Beschreibung. Grüße gehen raus an Niklas. Danke für die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ja, immer nett, dass man sowas ausprobiert. Probieren? Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb und wir sehen uns im nächsten Video. So, das war's mit dem Video von uns. Haut rein und tschüss.